Ja, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Ja, wir sind hier ein bisschen umzingelt. Ich werde erstmal jetzt hier nochmal gucken. Die Blutfliegen hier habe ich ja schon erledigt. Wir brauchen immer noch den aufgeblähten Varan irgendwo hier, der irgendwie noch das Werkzeug in sich trägt. Das laggt ein bisschen, das ist halt noch am Anfang der Aufnahmesession. Ich denke, ich werde jetzt erstmal ein bisschen dem Fluss hier folgen. Hier oben haben wir erstmal eine Kiste. Das Problem bei den Blutfliegen ist, dass man sie halt auch erst zu spät sieht, weil die so flach auf dem Boden liegen. Eine Kelle. Warum eine Kelle? Wenn, dann hätten sie mir mal hier irgendwie eine Säge hinlegen können. Hier ist aber weit und breit kein Gegner. Weil auch keine Ahnung, wo man den... Komme ich jetzt hier nicht hin? Nach Treles. Ja, nach Treles will ich jetzt ja nicht. Eine Armbrust. Ein rostiges Schwert. Ein Tor. Ja, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Das macht so keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass hier ein aufgeblähter Varan irgendwie zu finden ist, oder? War doch ein Varan, ne? Oh. Wieso sind denn hier Trolle? Gut. Um die kümmere ich mich. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass der stehen bleibt. Ich denke, ich brauche noch 3 bis 4 Schüsse, eher 4. Ja, jetzt haben wir nämlich das Problem. Nicht weiter pullen in die Richtung, weil da Wölfe im Weg sind. Und mit denen habe ich gar keinen Bock, mich mit denen anzulegen. Warum droppen Trolle eigentlich kein Fleisch? Trollfleisch. Weiß jetzt nicht, wo das Problem wäre. Gut, um den einen Troll, da kümmere ich mich jetzt noch. Ist zwar jetzt nicht direkt eine Quest, die ich machen muss. Beziehungsweise ist gar keine Quest. Okay, das war gut. Hälfte Lebens weg. Habt ihr gesehen, wie der wieder seinen komischen Sidestep da gemacht hat? Unfassbar, ey. Nehme ich. Speichern.
Ich gehe jetzt trotzdem nochmal über den Fluss, weil da ist, da oben war auf jeden Fall noch irgendwas, ein Lurker oder sowas, ne? Oder Nashörner, die ich erledigen wollte. Weil die mir das letzte Mal halt hier komplett in den Karren gefahren sind. Schwert. Rostiges Schwert. Flammenwelle. Ja, das ist eine Schlange. Und da sind die Nashörner. Ich habe leider das angegriffen, was am weitesten weg war, weil ich die links nicht direkt gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe dann nicht den genügenden Abstand bekommen. Das ist jetzt nervig gewesen. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Passt sogar ganz gut, dann kann ich mich jetzt nochmal eins von den Nashörnern da angreifen, die hier direkt direkt an der Seite waren und nicht eins, das irgendwie gefühlt am weitesten von mir weg ist. Shit. Hab's nicht bekommen. Hat doch irgendwie funktioniert. Die sind schnell. Und das ist das Problem. Die sind sehr, sehr schnell. Diese mistigen. Ich wollte gerade Einhörner sagen. Nashörner. Ach, die Truhe habe ich jetzt noch gar nicht gelootet. War da nicht noch eins? Keine Ahnung. So, ihr erinnert euch, das letzte Mal war dann abgebrochen. Flammenkreis, whatever dran. Und diesmal nicht. Böses Vernichten. Und ein Ring. Nehme ich alles mit. Nehme ich alles mit. Da ist noch eins. Da sind noch zwei. Oder ist das andere ein Stein? Wir haben was? Kein Stein. Mistviech, ey. Die sind auch schnell.
was das Zuschlagen angeht. Will ich mich doch auch mal glatt selber loben, das habe ich gut gespielt. So. Damit habe ich jetzt hier, wenn die Lex mal aufhören, auch, ja, so einen kleinen Safety-Spot jetzt geschaffen, dass mir ich auf jeden Fall von hier aus erstmal nichts mehr angreifen kann. Gut, wir haben hier noch die ganzen Bisons. Die sind aber friedlich, wie ihr sehen könnt. Ganz im Gegensatz zu den Nashörnern. Wenn man denen zu nahe kommt, die werden dann ein wenig wild. Gut. Aber mir graut es schon, ne? Wenn ich jetzt schon weiß, dass ich, wenn ich in diese Richtung, irgendwann Richtung Treles gehen möchte, dass ich da die 30 Wölfe erledigen muss. Buh. Das wird jetzt schon ein Abenteuer, das weiß ich jetzt schon. Sonnenkraut. Oh. Da ist Alurka. Das war ein Headshot. Sollte ich auch nochmal speichern. Denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Warum ist hier ein Wolf? Wer der erste Wolf, den ich gesehen habe, der hier nur allein unterwegs ist. Aber anscheinend ist er das. Nee, da sind noch mehr. Schön, das war gut. Für Wölfe, für Kämpfe gegen Wölfe erstaunlich harmlos. Aber lag natürlich auch daran, dass der da hinten nicht gekommen ist. Ja, das kann das denn sein? Wieso hat das, war das kein Kopfschuss? Sieht so. Hier ist eine Höhle. Die Frage ist, ob ich da rein will. Ich denke schon. Ich denke schon. Aber da mache ich jetzt hier einfach mal eine Pause. Kleinen Cliffhanger. Und ja, wir hören uns dann übermorgen wieder. Und dann werden wir uns hier ganz in Ruhe anschauen, was in dieser Höhle ist. Ich habe mir jetzt übrigens letztens schon mal überlegt, ob es vielleicht sinnvoll ist, wieder eine Folge Gothic am Tag hochzuladen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es ist momentan einfach nur so gewesen, dass ich aufgrund meiner Quarantäne mehr Zeit hatte als sonst aufzunehmen. Und deswegen kommt das vielleicht gerade einfach nur subjektiv so ein bisschen mir so vor, als ob ich mehr Zeit hätte, als ich tatsächlich habe. Und deswegen denke ich, wird es erstmal so bleiben. Gut.
Liebe Leute, bis übermorgen. Macht's gut, bis dahin.